Hallo und willkommen zurück bei Mass Effect 1. Wir sind dabei, Lyra Tissoni zu besuchen. Aber als allererstes kommt natürlich das hier. Eine schöne Fahrtour durch einen Vulkan. Ist ja natürlich ganz natürlich, dass man durch einen Vulkan fährt. Aber, naja, ist lang, auf jeden Fall die Fahrt. Braucht auch nicht zwischenzeitlich mal anhalten, hier gibt es nichts. Glaubt mir, ich habe das Spiel schon so oft gespielt und mich überall umgeguckt, um irgendwelche Secrets zu finden oder so, aber keine Chance, hier ist absolut gar nichts. Reinstes Ödland. Auf der Karte könnt ihr schon sehen, sind ein paar Gegner verzeichnet. Das dauert aber natürlich noch etwas. Jetzt kommt zum Schiff. Wir lassen hin und wieder ein paar Paket fallen. Die Schweine. Na, na, na. Aber passt. So, jetzt kommt ein kleiner Komplex. Da müssen wir uns leider durchbohren. Ich mach schon mal das hier an. So, das speichert schon. Wie ihr seht, hier sind Geschütztürme. Da muss man aufpassen. Diese blöden Raketen, die haben es ziemlich in sich. Nur ein Narr haut einem Nattag direkt aufs Maul. Wir sollten uns von hinten ranschleichen und ihn am Schwanz ziehen. Ah, Mist, getroffen. Käse. Mal langsam vorbei. Hier ist auch noch irgendwo ein Geschützturm. Zack, weg ist er. So, von hinten heranschleichen. Das können wir gut. Ups. Entschuldigung, voll ins Gesicht. Es sind schon ein paar Geht vorhanden. Da muss man aufpassen. Zack, zack, weg, weg. Ja. Hier scheint wohl kein Gegner. Doch, da, da ist einer. Zack, der ist Geschichte. So, jetzt haben wir hier natürlich noch ein paar Räumchen, wo man rein kann. Aber da muss man echt aufpassen, weil hier sind auch manchmal ein paar G drin. Hier haben wir ein Upgrade-Kit. Das nehmen wir natürlich mit. Danke. MC Hammer gefunden. Bird nackt. Rex. Das Frontschwein. Das brauchen wir auf jeden Fall hier. So, ich habe auch nochmal nachgelesen, wie die Welt nochmal hieß, wo wir hin müssen für Rex seine Rüstung. Kuckuck. Aha. Perfekt. Den nochmal weggerumst. Die Liberator. Schön. Hier kann man das Tor aufmachen. Zack. Das war das erste Haupttor. Jetzt müssen wir noch zum zweiten Haupttor. Aber vorher, wir haben ja ein Level abgekriegt. Ja, hier. Wir machen hier den einen Punkt in Schmeicheln rein. Verbesserte Einschätzung Order 4. Schaltet neue Dialogoptionen frei. Gegenstände können in den Läden für 2% mehr Credits verkauft werden. Wir gehen hier auf das Spectre-Training. Da machen wir 3 Punkte rein, weil es die Gesundheit auf jeden Fall verbessert. Und Einigkeit kommt. Einigkeit ist wichtig, weil dadurch können nicht nur wir geheilt werden, sondern alle. So, jetzt haben wir hier die Avenger, ja, die ist nicht so gut. Auch nicht so gut, auch nicht so gut.
mit dir? Der hat eigentlich auch nichts, ne? Rüstung hat die gleich gar nicht. Nehmen wir hier die Edge rein. Aber das war's auch schon. Toll. Echt geil. So, aber wir können hier Upgrades reinknallen. Gesundheitsregeneration. Nehmen wir die Gesundheitsregeneration rein. Hier. Gegen organische Ziele können wir, glaube ich, rausnehmen. Sondern wir brauchen gegen synthetische Ziele brauchen wir hier. Oh. Und hier haben wir Waffenstabilität. Rückstoßdämpfer haben wir hier noch einen. Ja, hier haben wir sogar den Zweier. Den knallen wir da rein. Und schon sollte es etwas besser laufen. Ja, die ganz guten Sachen, die bekommt man erst etwas später. Ist ja erstmal die erste Mission hier. Ich möchte gern parken. Und nicht fahren. So. Was haben wir hier Schönes? Ist hier überhaupt was? Ne, hier ist gar nichts. Ja, dann können wir auch wieder rüber. Dann war die Türsteuerung hier. Mit Gegner. Hier sieht man direkt auf dem Radar, dass sich da hinten einer verbirgt. Hallo. Na komm. Komm. Zack. Weg ist er. Aber ich habe das Gefühl, der hat mehr Schuss gebraucht als der andere gerade. Hurricane und Banshee 2. The door is open. Ich muss da mal kurz gucken. Und zwar... Nee. Alles beide Mist. Schade. Ah, schön, dass ihr mitkommt. Ihr seid mir Kollegenschweine. Och, gucke mal. Die Kiste habe ich ja noch nie gesehen. Nimm mal mit. Wer weiß, was da so Schönes drin ist. Benji. Oh, Assassin. Ach Quatsch. Ausrüstung. Kann man die jetzt. Mittelschwer Survivor. Neue Rüstung, jawohl, ein bisschen gelb, aber naja. Das passt schon. Schwere Rüstung kann man noch nicht anziehen, dafür müssen wir einen bestimmten Punkt geskillt haben. Hier, Kampfpanzerung müssen wir dafür freischalten. Das kann noch was dauern. Fehlen ein paar Level. So, jetzt haben wir hier erstmal auf dem Weg noch ein paar Geld. Geht. Kaum der Rede wert. Ach, guck mal. Von so weit hinten kannst du mich treffen. Du blöde Sau. Knapp daneben ist auch vorbei. Weiter geht's. Vorne kommen schon wieder die nächsten Gegner. Oh, wieder ein Stufenaufstieg. Wie ihr seht, die meisten Stufenaufstiege bekommt man tatsächlich einfach hier. So, ich gehe jetzt auch. Der hat Kampfpanzerung direkt reingeballert, alle vier Punkte. Man steigt hier ziemlich schnell die Level in den Hauptmissionen. Aber man findet eigentlich so gut wie gar keine Waffe, wie ich hier sehe. Die Hurricane hau ich mir mal rein. Und da hau ich mir noch rein den Hammer und so könnte ich auch mal reinhauen. So. Granaten-Upgrade haben wir gar keins. Schade. Aber hier
Machen wir hier die Härtung rein. In die Rüstung jetzt. Dann bekommen wir weniger Schaden, ne? Blöder Pullers. Wie hältst du aus? Heiligsblechen. Jedes Mal, wenn man die Gate umbringt, bekommt man tatsächlich jedes Mal irgendwelche neue Ausrüstungen. Ist schon witzig. Ah, das ist eine blöde Speicherung jedes Mal. Dieser Tunnel erinnert mich sowas von an Halo. Noch einer? Ohne Fahrkarte? Ja, wir sind jetzt auch gleich da. Wir müssen nicht mehr weit. Was ist das denn hier überhaupt? Haben wir noch einen Tunnel? Schnell nichts wie hin. Ja, ich habe die Mission als erstes gemacht mit Liera, weil dann ist das Team wenigstens vollzählig. Und mit dem Fahren ist das echt ätzend. Wenn ich ehrlich bin. Vor allem der lange Weg dahin. Ah, die sind unten. Hallo? Mal bis die Raketen vorbei sind. Du kriegst eine Rakete. Perfekt. Ah so, jetzt sind wir ja schon da. Cool. Wir müssen hier durch. Jetzt wird's witzig. Ich nehme mal meine Sniper mit. Könnte jetzt etwas unangenehm werden. Noch einer. Oh. Ah, jetzt scheint die Waffe ihre Wirkung zu zeigen. Rex, was ist mit dir los? Oh. Au. Sniper da oben. Gegenmaßnahme eingeleitet. Perfekt. Und steht da oben auch noch einer? Anscheinend. Ach, da hinten. Das dauert mir ein bisschen zu lange. Oh, meine Schilde sind schon hinüber. Richtiger Gangster. Warum machen die so viel Schaden? Alles klar. Ah, da hinten haben wir auch noch einen. Super. Rage. Also wenn es jetzt schon so schwer ist, dann würde ich gar nicht wissen, was gleich kommt. Und jetzt haben wir nämlich das dicke Problem, dass jetzt noch ein Kolas kommt. Kummigen Hampelmänner kommen ja auch noch. Da oben klebt er.
weil dann jetzt, wenn die nicht schon schlimm genug wäre. Kommt auch noch Big Daddy. Alter, Alter. Das wird heftig, sag ich. Overkill, Adrenalinschub, Schildboost, Barriere, Warp. Na los jetzt! Ja! Au. Bei denen, bei dem dicken Koloss ist das Problem, ein Schuss gibt es dritten. Hin und her springen. Einer weg. Ich bin schon noch vergiftet. Echt nervig. Sowas wie Endboss-Fight hier. Okay, da ist einer gestorben. Gera ist mal wieder voll im Weg. Okidoki, den da hinten. Ich muss hier irgendwas reinhauen in die Sniper. Und zwar Schaden gegen organisch, Waffenwirkung, Schildumgehung, Schildumgehung, Abkühlungsreduzierung, ja bestimmt nicht. Gegen organisch, Waffenwirkung, ja dann hauen wir die rein und hier. Absorption, maximale Präzision, Kampfsensor brauche ich nicht, Waffenstabilität, ich brauche das hier. So, jetzt ist die Sniper etwas besser ausgerüstet. Das Problem ist, ein Treffer von dem und ich bin Fritte. Ja, seht ihr? Das Rex schon mal erledigt. Ich glaube, der steht so schnell nicht mehr auf, außer der Koloss stirbt jetzt. Ich weiß nicht, wie viel Leben der noch hat. Das wäre mal gut zu wissen. Bewegt sich doch. Wie viel Leben hast du? Komm. Ich glaube, der ist unsterblich. Unendlich viel Leben. Junge! Na endlich! Boah. So, Rex steht schon gleich wieder auf, keine Sorge. Dafür muss ich nur eins machen. Und zwar den kleinen Typen hier umbringen. Tada, und da ist er wieder. So, wunderbar. Dann können wir jetzt endlich rein.
geht tief hinein in den Vulkan. Ermüdet. Ja. Viel sprinten kann man hier ja wirklich nicht. Schilde deaktiviert. Direkt die Schilde hinüber. Ich hätte auch gern diesen komischen von denen. Herrlich. Boah, ich bin froh, wenn wir bessere Waffen haben, ey. Die sind ja so ätzend. Ja, Rex. Sieht aus, als hätte sich diese Höhle um die Ruine gebildet, nachdem sie erbaut wurde. So, hier kommen wir leider nicht rein. Schade. Müssen wir tatsächlich den Aufzug nehmen? Hey. Natürlich steckt mal die Waffen weg. In einer Höhle, wo haufenweise Gates sind. Ach, ihr habt sie nicht mehr alle. Das geht aber ganz schön tief runter. Ich mag so Höhlen nicht. Ist mir einfach zu tief. Medizinkit. Ach ja, ey. Ich sag ja, ich brauch bessere Waffen. Keinerlei Präzision haben die Dinger hier. Keinerlei Präzision. Klinisch weiß. Gordianer mögen gemütlich. Klinisch weiß? Ach so. Die Wände. Ach so, mein Dreck. Ich glaube, der Aufzug ist hinüber. Hallo? Könnte mir vielleicht jemand helfen? Bitte? Da ist sie doch. Die gute alte Liera. Können Sie mich hören da draußen? Ich sitze in der Falle, ich brauche Hilfe! Alles in Ordnung? Was ist Ihnen zugestoßen? Hören Sie zu. Dieses Ding, in dem ich bin, ist so eine Art gordianische Sicherheitsvorrichtung. Ich kann mich nicht bewegen, also müssen Sie mich rausholen, okay? Ihre Mutter arbeitet mit Saren zusammen. Auf wessen Seite stehen Sie? Was? Ich bin auf keiner Seite. Ich bin zwar Venetias Tochter, aber ich bin anders als Sie. Ich habe seit Jahren nicht mit ihr gesprochen. Holen Sie mich nur hier raus. Wie sind Sie hier gelandet? Als die Gate auftauchen, versteckte ich mich hier drinnen. Können Sie das glauben? Gate hinter den Nebel? Ich aktivierte die Abwehrvorrichtungen des Turms. Ich wusste, dass das Barrierefeld sie fernhalten würde. Aber als ich es anschaltete, muss ich etwas berührt haben, das ich nicht hätte berühren sollen. Ich war hier drinnen gefangen. Sie müssen mich rausholen, bitte. Wir finden einen Weg, Ihnen zu helfen. Es gibt hier eine Steuerung, die das Ding deaktivieren sollte. Sie müssen irgendwie hinter den Barrierevorhang kommen. Das ist der komplizierte Teil. Die Abwehrvorrichtungen können nicht von außen ausgeschaltet werden. Ich weiß nicht, wie Sie hier reinkommen. Seien Sie vorsichtig. Da war auch ein Vulkan bei der Gegend. Sie haben verschiedene Möglichkeiten ausgetestet, hinter das Barrierefeld zu kommen. Ja, ich hätte es mit einer Bombe versucht. Junge, große Bombe, Junge. Das oder ist da noch irgendjemand? Ohne Fahrschein. Also gerade wo wir runtergekommen sind, waren hier auf jeden Fall noch keine Gate. Egal. Wir schauen uns erstmal hier um. Ob es hier eventuell was zum Abgreifen gibt. Ja, ja. Schön. Yep, 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 yep. Und war da mal da drin? Panzerbrechend. Oh, Level auf.
Levelaufstieg. Zack, 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 zack. Zack. So. Wir haben jetzt wieder ein Level up. Das bedeutet, Kampfpanzerung können wir hier den einen Punkt rein tun, um die schwere Panzerung freizuschalten. Den Rest ist mir eigentlich Brille. Wo er den reinsteckt. Achso, die anderen. Ich vergesse jedes Mal noch die Squad-Mitglieder. Ausrüstung. So, jetzt. Schwer. Da haben wir nicht auch. Und dann haben wir hier auch noch den Liberator. Hatten wir Schilde. Wir könnten jetzt den nehmen. Ja, der hat weniger. Ja. Gut. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine bessere Rüstung. Ah ja, die kühlt aber so schlecht, Mann. Ah ne, ist die Präzisionseinstufung. Ist ja noch schlechter. Die Lancer. Die können wir nehmen. Die Lancer ist etwas besser. Dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwo noch... Ja, stimmt. Waffenstabilität. Perfekt. Ja. Ups. Das wollte ich nicht. War nicht beabsichtigt mit der Granate. Oh, je. Yeah. Hier muss man... Ah, der Code ist irgendwie komisch. Man muss es halt austesten. Zum Glück sind da nicht so viele Möglichkeiten. So, jetzt gehen wir eins nach oben. Und haben die Era Tissoni befreit. Jawohl. So. Da geht's aber erst in der nächsten Folge hin, denn sonst wird die Folge etwas zu lang. Danach kommt nämlich noch eine Kampfszene. Deshalb werden wir hier die Folge erstmal beenden. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein kostenloses Abo da und das Däumchen nach oben, um den Algorithmus auf meinem Kanal voranzutreiben. Das unterstützt mich riesen viel. Und natürlich die Glocke nicht vergessen, um immer die neuesten Videos zu sehen. Und dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal bei Mass Effect 1 der Trilogie, die wir durchzocken mit Lyra Tissoni. Ciao, ciao.